So, Freunde. Hallöchen. Ich bin falsch. Heute geht gar nichts. Gar nichts. Ja, ich bin heute gut drauf, ihr merkt das schon. Ach so. Haben wir noch Arbeiter? Geht so. Mit der Kinderschwemme kommen wir eh nicht zurecht. Okay, herzlich willkommen zum heutigen. Zum heutigen Ostblock des Abends. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir werden heute Dinge tun. Ich bin mit dieser ganzen Situation hier nicht zufrieden, ja. Dafür werden Genossen Eisbaden gehen. So. Okay. Wir werden heute was anderes machen. Und zwar... Hier kommt ein Verteiler rein. Verteiler. Und in diesen Verteiler, da ist ja keiner, werden wir eine kleine Pumpstation einbauen. Jetzt ist hier warm, aber hier wohnt halt keiner mehr. Ne? Das ist blöd. Das kann niemand so recht leiden. Ja, sind alle weggestorben. Das ist echt doof. Ich meine, wir haben Platz ohne Ende. Ne? Also zuziehen kann hier tatsächlich der ein oder andere schon. Machen wir ein bisschen schneller. Also zuziehen geht, es ist Februar, heißt wir sind aus dem Gröbsten schon draußen, Chat, ja. Aber. Das passt mir noch nicht ganz. Weil wir haben hier tatsächlich zu wenig Output noch. Wir haben auch zu wenig Leute für das ganze Ding. Wir brauchen etwas, was leicht betreibbar ist, was wir hier reinflanschen können und was enorm Hitze produziert. Und da fällt mir tatsächlich sogar was Vanillamäßiges ein. Nicht das Small, sondern das Heating Plant. 210 Gigajoule. Das richtig schöne, große, monströse Heizkraftwerk der Liebe. Jetzt kommen wir echt da nicht hin, oder was? Wo ist denn der Anschluss? Da. Geht das echt nicht? Wie weit geht denn das? Dass es gerade noch so am Strom hängt. Hier. Bauen wir mal. Nicht Gleise. Gleise wären schön, aber machen wir nicht. So. Das bauen wir. Und dann gibt es hier ein Lager. Ein großes Freilager. Nein, Quatsch. Kein Freilager. Ein großer Rohstoffspeicher, der hier anbindet. Mal ganz kurz schauen, dass das hinhaut. So. Und eine LKW-Entladestation brauchen wir hier. Wir bringen jetzt hier Kohle, den Überschuss, also Überschusskohle, bringen wir jetzt in dieses Teil und erzeugen damit unseren eigenen Saft. Ja? Unsere Energie quasi, unsere Heizenergie. Das wird toll. Ich weiß es genau. So. Und um das zu realisieren, brauchen wir aber hier nochmal ein bisschen was, damit das schneller geht. Und zwar... Wie waren das noch gleich? Hier war das doch. Container, nein. War das bei Fahrzeuge, Straßen müsste das irgendwo sein? Busplattformen, nein, auch nicht. Wo ging denn das? Da hier müsste das sein. Hier Zug entladen, nein. LKW-Rohstoffe entladen. Hier. Und hier schicken wir unsere LKWs hin über einen Distribution Center. Da schicken wir unsere LKWs hin und lassen die hier entladen. Und das Ganze wird
organisiert, gesteuert und verwaltet, ja, verwaltet auch, von einem Small Distribution Center. So, machen wir das mal hier hin. Na gut. So. Damit sollte diese Ecke jetzt endgültig fertig sein. Ja. Ein Räumdienst! Aber wir haben doch da einen Räumdienst. Der kann das doch. Und ich glaube, wir haben irgendwo hier sogar noch 9 gebaut. Haben wir hier eigentlich... Ja, hier stehen Leute. Okay, das passt. Lenitz, ich wünsche dir was. Hau rein. So machen wir das. Feuer ist gelöscht worden. Das heißt, es gab ein Feuer. Das ist gut zu wissen. Okay, dann lass uns diese Anlage mal bauen. Dann erzeugen wir hier richtig schön Heizenergie. Ich glaube, das können wir an der Stelle machen. Pumping Station ist jetzt gut. Und wir schließen dann dieses große Heiz... Dann werden wir das hier umbauen. Und werden hier quasi... Die zwei hier gehen jetzt dann künftig auf eine Pump Station raus. Mal gucken, wie das, ob das so gut klappt. Ja, erzeugen wir halt aus beiden eine Heizenergie. Markus, ich wünsche was. So. Okay. Okay. Lass mal das mal so machen. Ich gucke jetzt gerade mal an einer anderen Baustelle, die auch immer relevant ist. Wir haben gut Essen da, okay. Wie viel Essen ist denn generell da? Es wird produziert. Es ist nicht viel da. Und unsere Speicher sind auch knülleleer. Und wir brauchen noch ein paar Rubels. Und wir geben ein paar Rubels zurück. Und dann haben wir da auch... Okay. Wir sind ziemlich durch gerade, was das angeht. Aber wir haben jetzt nirgendwo mehr übrig. Also das ist echt viel weggegangen. Okay, das ist echt schwierig. Der Kreditzwerg! Ja, tatsächlich. Es wird halt vor allem noch ein bisschen dauern, bis das da ist. Eine zweite Farm bauen. Ja, Lippili, die zweite Farm ist tatsächlich gedacht gewesen für hier oben. Da hätten wir schön Platz. Das ist relativ eben und wir könnten hier schön Felder reinbauen. Wir haben allerdings auch nicht mehr so viele Konsumenten, muss man an der Stelle ganz klar so sagen. Denn hier kann nicht mehr groß abgenommen werden. Es gibt zwar Käufer, aber die wohnen von... Irgendwo hier leben Menschen. Da leben Menschen! Pass auf. Verteil mal überall 10 Menschen rein. Da haben die unfassbar viel Platz. Und dann können die den ganzen Block neu beleben. Ich freue mich. Das wird toll. Ja. Aber seit der letzten Staffel bin ich total gespannt. Ja. Es wird gut. Der Bankzwerg. Vielleicht. Vielleicht auch das. Das schaut gut aus. Also ich kann momentan kann ich nicht, geht so. Wo kommen die denn eigentlich alle her? Neues Fahrzeug. Oho. T614. Schön. Okay. Wie schaut's hier oben aus? Das ist eigentlich die wichtigste Frage des Tages. Wir haben Erz in rauen Mengen und hier Kohle geht so in rauen Mengen. Und hier produzieren wir tatsächlich nach wie vor unseren eigenen Stahl für unsere eigene Produktionslinien. Nicht viel, aber es wird produziert. Und der lädt gerade ein. Okay, wir müssen... ich habe auch immer öfter jetzt schon gelesen, wir brauchen tatsächlich irgendwann Export. Export ist eine coole Sache. Ist eine richtig coole Sache. Wenn du was Anständiges zum Exportieren hast.
So, lass mal ganz kurz gucken. Wir wollen mal Paletten verkaufen. Paletten könnte man halt auch easy peasy mal was verkaufen, ne? Hatten wir nicht hier oben das Ding extra zum Export eingerichtet? Ja, Zollhaus. Der exportiert schon für Zollhaus. Oh, neue. Oh, guck mal, ein schöner Frachter. Mm, das schmeckt. So. Dann pass auf, dann machen wir jetzt noch was. Wir sagen, wir wollen mindestens 50% von unseren Ziegeln haben. Aber wir sind eh schon alle am Fahren, ne? Also die sind alle schon go-go, ne? Man kann wenigstens einer ab und zu mal Ziegel hier verbraten. Wie schaut es beim Kies aus? Ja, Kies haben wir. Kies ist da. Der entlädt alles, Lippilieb. Der entlädt alles. Hier. Der ist auf komplett entladen. Der muss nicht extra eingestellt sein, denke ich. Das hat, glaube ich, immer ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, man sieht das in der Regel daran, wenn die hier mit irgendwas wegfahren. Hier zum Beispiel, ne? Die kommen, fahren das Zeug weg und bringen aber, kommen aber leer zurück. Also von daher müsste es funktionieren. Ein schönes Spiel, ich sag's euch. Ne? Hier sieht man, der kommt leer zurück. Okay. Das ist okay so. Ah, das ist okay. Mit Öl ging es immer gut, Helmut. Ja, das ist richtig. Aber Öl ist eine super blöde Ressource, weil wir tatsächlich von dem Öl, das wir hatten jetzt auch da immer wenig Leute stehen. Jetzt geht's gerade. Und es hält sich so gerade so stabil. Aber das ist, liegt an das anderen. Warum geht das? Warum pumpt das nicht mehr? 0 Tonnen. Es brennt schon wieder ein Haus. Das gibt's doch gar nicht. Und Wohnhaus. Ist ja noch ekelhafter. Kommt die Feuerwehr zum Glück mit Drehleiter. Ja, es wird alles okay. Feuer gelöscht. Gut. Ja, hier arbeiten. Also es sind auch tatsächlich Menschen da. Ja. Wie schaut unsere Kindergeschichte aus? Die müsste jetzt gleich völlig ausrasten. Ölproduktion forcieren. Ja, einen Zug werden wir auf jeden Fall brauchen. Zug, Export, Zug ist eine gute Sache. So, wie schaut es mit den Uni-Leuten aus? Ah, da kam auch ein cooler Vorschlag im Übrigen. Also wichtigste Baustelle ist als allererstes die Technische Universität hier. Die braucht auch nicht mehr so viel Stahl, um fertig gebaut zu werden. Das geht relativ entspannt. Es wurde vorgeschlagen, hier an die Universität nochmal separate Wohngebäude, ein Wohngebäude hier irgendwie hinzuschrauben. Möglichst in Nähe von dem Teil hier, damit hier Leute quasi fußläufig überall hinlatschen können. Schöne kleine Wohngebäude, wo wir die Professoren unterbringen können, weißt du? So aus Ziegel oder sowas. Hier so. Na, so. Damit hier quasi an der Universität wohnen dann die feine Gesellschaft, ja? Können wir auch hier hinten vielleicht hinbauen. Hier ist doch auch schön. So. Jetzt müssen wir nur mit einer Straße durchkommen. Das wird die nächste Baustelle. Oh, no, das schaut gar nicht gut aus hier. Muss man ein bisschen anpassen. Bitte baut dieses Mal deine Infrastruktur zum Großteil mit Seilbahnen. Na, das ist unpraktisch. Das ist zwar ganz cool, aber ist auf Dauer unpraktisch, glaube ich.
Weil die Leute nur einen gewissen Zeitraum mit der Bahn fahren. Da ist es, es ist zu, wie soll ich sagen, es klappt nicht so gut. Es geht auf kurze Strecken, geht das immer cool. So, das müssen wir hier mal wegmachen nochmal. Wir können das ja nicht hier reinbauen, oder? Wenn das ginge, wäre das toll. Nee. Doch. Oh, oh, oh. Ja, so könnte man es da aussehen lassen. Nee, aber nicht ganz. Schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ja, wird besser. Nee, das ist nicht cool. Machen das anders. Bahnübergang nicht erlaubt? Ich will gar keine Bahn bauen. So, hier ein bisschen runter. Ja, jetzt mag er es wieder nicht. Er sagt immer Bahnübergang, das ist ein Unsinn. So. Lass mal das mal so machen. Super für Bergwerke und Flussüberquerungen. Da bin ich da ganz dabei, Helmut. Also Bahn, Seilbahnen sind tatsächlich für eine kurze Distanz sehr, sehr viele Leute an eine Stelle zu bringen. Ist das top. Aber wenn du zu lang wirst, das haben wir beim letzten Mal gesehen, dann musst du Umstiege setzen und das funktioniert okay. Ist nicht cool, aber es funktioniert okay. Kann man natürlich jetzt überlegen, ne? 28 Tonnen hier noch, dann sind wir durch. So. Wie schaut jetzt der Status Quo aus? Oh ja. Hier wächst schon so langsam. Wächst unsere Bevölkerung wieder an. Ist okay. Okay. Dieses Jahr. Bevölkerung. Ist okay. Babys nicht so ganz, ne? Läuft nicht so ganz. So. Wir reduzieren mal hier raus. Wir lassen jetzt das System nur noch mit Restwärme betreiben. Ich mache mal auf 0 runter. Das müsste eigentlich ja jetzt gehen von der Wärme. Dann dürfen die nämlich auch ein bisschen Holz aufbauen. Schau mal ganz kurz, was der Wärmetauscher sagt. Da geht jetzt natürlich langsam runter. Aber es wird jetzt auch nicht so arg kalt, dass die Leute im April erfrieren. Das ist okay. Seilbahn mit Umstieg. Ja, wobei, da finde ich Züge spannender bei sowas. Da finde ich dann die Züge tatsächlich nochmal einen Ticken spannender. So. Wir könnten jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Meine Lieben. Die kommen zu Fuß da hoch, ne? An die Schule, ja. Das klappt. Die kommen überall hin. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, aber es sollte relativ schnell gehen. Also die sind bei sowas bei Straßenbau mittlerweile, da wir jetzt aktuell haben. Also wir haben aktuell ja jetzt ganz cool Kies. Und weil wir Kies haben, ist es ja eigentlich gar nicht schlecht. Weil wir Kies, mit viel Kies kommen wir auch gut hin. Kombi, Personen- und Güterverkehr. Ja, wie gesagt, wir brauchen dafür Stahl. Vor allem Stahl. Und das haben wir halt gar nicht gerade. Das ist das Problem, das Hauptproblem an allem. Sonst würde dieses Gebäude schon längst stehen. Das fehlt blank nur an Stahl. Und das wiederum fehlt an Bevölkerung. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hallo, Roman! Grüß dich!
Oh oh. Wir kaufen jetzt sogar, weil wir ein armer Ostblockstaat sind, kaufen wir jetzt sogar in unserer Verzweiflung Essen an. Zur Not kaufe ich auch Essen insgesamt ein. Wenn es gar nicht geht, kaufe ich Essen an. Wir haben aber jetzt beim letzten Mal schon reagiert und hier neue Felder aufgebaut. Das heißt, eigentlich sollte das auch laufen mit den Feldern hier. Hier ist Wachstum. Hier ist nix. Und hier ist nix. Warum ist hier nix? Ah, hier sind sie, okay. Und da ist der zweite. Okay, die pflanzen auch noch an. Okay, okay, okay. So. Ja, das ist richtig für dich. Habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Ich habe es gesehen, dass es dass da mal was angekündigt war. Und ich habe es jetzt aber ehrlicherweise auch nicht weiter verfolgt. Ich war ein Riesenfan von Democracy 3 damals. Das war schon cool. Das 4 habe ich aber auch tatsächlich noch gar nicht gespielt. So. Hört jetzt hier aus. Ja gut, hier sind jetzt, haben wir die Arbeitszahl reduziert. So, aber eigentlich müsste sich jetzt schon die erste Kinderentwicklung anbahnen. Tut's auch. Wir haben immer noch 1600 Kinder haben wir hier aktuell. Wobei der Status quo nimmt ab. Das heißt, Arbeiterbevölkerung wächst jetzt. Jetzt gucken wir mal schnell, wo waren wir denn bei den Arbeitskräften vorher mal? Bei fast 4000. Der meiste Sprung tatsächlich waren Kinder, die weg sind. Aber die werden jetzt langsam durch die Ausbildung fertig. Ich hoffe es sehr. Wir haben hier noch zwei Professoren. Die bilden zwar aus wie die Weltmeister, aber es klappt halt auch irgendwann nicht mehr. Und hier sind alle auf 0, oder 1,0. Also richtig mega ausgebildete Leute haben wir auch noch nicht. Aber das wird hoffentlich mit den Universitätsblöcken hier besser. Wie habe ich denn die eigentlich gebaut? Zufällige Übernahme, okay. Okay. Hier werden wir definitiv Professoren unterbringen. Aber jetzt sind ein paar mehr da, okay. Also die Ausbildung läuft schon noch. Aber halt zu langsam und zu unbequem. So, wir reduzieren auch hier die Anzahl der Leute, die hier rein dürfen. Das mal. Ist okay. Wir reduzieren hier alles auf minimal. Ja, selbst da haben wir schon reduziert. Das ist okay. Dass hier nicht so viele Leute verbraucht werden für Tätigkeiten. 25 Tonnen. Weil momentan ist es halt tatsächlich so, dass wir mehr Leute tatsächlich auch gezielter brauchen, die andere Jobs machen. Alle Jobs eigentlich. Aber hauptsächlich halt auch mal irgendwas wie am Bau aushelfen, bringt uns eigentlich nicht viel, sondern wir bräuchten halt Leute, die gezielt ins Stahlwerk gehen oder auf die Ölgeschichte gehen. Das sind die Leute, die wir tatsächlich brauchen. Dass hier 50 Mann rumeiern und den ganzen Tag nicht wissen, was sie den Tag rumbringen sollen, das bringt uns nichts. Wenn 50 Mann hier drinnen arbeiten, dann bringt uns das sehr viel, weil dann werden nämlich die LKWs mit Stahl hier auch mehr beladen. Und das ist natürlich auch genau das, was wir haben wollen. Wenn hier im Sekundentakt 0,1 Tonnen Stahl fertig werden, dann haben wir halt einfach auch da gewonnen. Und das wollen wir haben. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Es läuft. Es läuft. Coole Sache. Und hier kommt gerade nichts zum Abholen. Das heißt, wenn der losfährt, produzieren wir mal sogar auf Pump. Das wäre halt voll großartig. Lass uns das mal ein bisschen im Blick behalten. Lass uns das mal. Hier im Übrigen steht, das ist immer noch Motto. Stahl für alle!
Jawohl. Stahl für alle. Guck mal, ich bin gespannt. Ah. Hallo. Herzlich willkommen zu diesem Ostblock. Und wir haben 0,1 Tonnen Stahl. Ich freue mich. Das ist großartig. Eine kleine Siedlung beim Stahlwerk. Ja, solange wir die Essensprobleme haben, muss ich an der Stelle sagen, uns fehlt es momentan eher an Arbeitern als an schnellen Arbeitskräften, die dort vor Ort wären. Wir haben generell das Problem, dass wir keine Leute da haben dafür. Natürlich könnten wir da ein Wohnhaus hinbauen und die immer wieder neu bevölkern, damit da halt schnell Stahl entsteht. Aber die Nachhaltigkeit, das funktioniert mit den Buslinien ja tatsächlich auch. Zumindest im Moment. Okay, Kupferstatue. Okay, es funktioniert selten. Okay. Aber wenn hier was ist, dann ist das gut. Was wir machen könnten, ist hier die Kapazität hochtreiben und sagen, wir nehmen, was wir kriegen können. Hauptsache Leute. Damit einfach mehr Leute sich genötigt fühlen, in den Bus einzusteigen. Ja, das ist ja schon mal was. Weil dann versuchen 150 Leute, er versucht natürlich auch zu schauen, dass da die Arbeiterschaft erfüllt wird. Dann geben wir halt hier mal Vollgas drauf. Ja, also wirklich ohne Unterlass Stahlproduktion. Weil zwar, dann versucht er natürlich auch, wenn mehr Leute hier angefordert. Sobald einer nicht weiß, was er tun soll, steigt er halt in den Bus und fährt zum Stahlwerk. Dass wir Leute mit Universitätsabschluss hier haben, ist allerdings eine ganz blöde Nummer. Aber wir sehen ja, es wird gebraucht und es geht aber auch relativ okay. Und Stahl wird halt gerade überall gebraucht, vor allem aber an solchen Baustellen hier. Und die ganze Geschichte hier mit dem Holz, die funktioniert jetzt tatsächlich schon. Aber ich schalte mal jetzt aus. Das brauchen wir gerade nämlich überhaupt nicht. Es verbrennt nur Holz. Und das hat jetzt einen schönen Restspeicher hier. Und das bringt ja hier unten an den zweiten Anschluss tatsächlich auch Wärme ran. Ja. Also das funktioniert jetzt. Wir haben jetzt insgesamt 42% Auslastung. Das heißt, selbst wenn der Neubau hier oben fertig ist, wird es wahrscheinlich besser werden. Oh, guck mal. Eine KTM 2. Vorplanen? Nee, Echo, das auf keinen Fall. Vorplanen ist immer das Problem, wenn du das vorplanst, dann kommt irgendwas dazwischen, du brauchst was anderes, dann musst du Strecke abreißen, dann kannst du gleich neu bauen. Also komplett neu planen, das ist immer ein bisschen blöd. Deswegen plane ich sehr, sehr selten. Ich baue dann wirklich in dem Moment, wo ich weiß, ich will es wirklich auch fertig oder anfangen zu bauen, dass auch wirklich der Baubeginn ist, dann mache ich das ganz gerne. Aber planen ist in der Stelle eher unpraktisch. Ey, wir machen Geld! Theoretisch verdienen wir Geld. Okay. Ich bin begeistert, auf einer gewissen Art und Weise. Hard to ignore all the things we said, I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too.